Also die Sache mit dem Salz ist so ein Ding. Ja, ich habe auch nicht einmal Salz gesehen. Auch nicht. Also wie kriegt man Salz? Nein. Inzwischen hat, naja, ich habe die Welt ja noch nicht bekommen, deswegen. Was hast du nicht bekommen? Na, ich habe die vierte Beast-Welt ja noch nicht bekommen, deswegen. Kannst ja noch. Hattest du noch mal angefragt gehabt? Habe ich ehrlich gesagt vergessen. So. Habe ich mir fast gedacht. Muss ich die nächste Mal machen. Irgendwas von Wochenende gelabert, ne? Ja, hat er. Dann wäre doch Wochenende eine ganz gute Idee. Wie groß übrigens, ist eigentlich so eine Minecraft-Welt? Ja, kann schon mehrere Gigabyte einnehmen. Echt? So groß? Mir kommt drauf an, wie weit wir gelaufen sind. Und wir sind ziemlich weit gelaufen. Wenn vierte Beast, dann sind es ein paar Terabyte. Ist auf jeden Fall ein paar... Okay. Ein, zwei Gigabyte könnten das schon werden. Dann müssen wir mal überlegen, wie... Wir können, die immer noch, wir können die immer noch Zip verpacken. Ach ja. Aber weißt du, was macht wir die auch Welt machen schon können? Das zu besprechen, nicht im Let's Play. Okay. Ich weiß, dass wir das immer vergessen, dass Leute aufnehmen. Mache ich auch ständig, aber es sind noch Leute auf. Ja, yep, ich nehme auch, das weiß ich. Wenn du nicht einer davon? Ja? Ja, genau. Wenn du auch einer davon? Ja. Aber wir können auch trotzdem über VTPs sprechen. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. So. Oder hast du eine bessere Idee, worüber man reden kann? Alles außer VTPs. Okay, dann reden wir jetzt über Themen, über die man reden kann, statt VTPs. Charlie, stell doch mal ein Thema vor. Ja, also Charlie, Blümchen. Sag doch mal. Habt ihr schon mal über Blümchen gesprochen? Ja, Blümchen? Benjamin oder grundsätzlich? Hab ich Pedo gesagt? Ich hab Blümchen gesagt. Hab ich Pedo gesagt? Hä? Oh, Kevisse. Ach, wegen dem Charlie? Hat Benjamin Blümchen gerade als pädophil bezeichnet? Ist schon okay. Otto. Wollen wir darüber reden, warum Benjamin Blümchen plötzlich pädophil ist? Nein, das war in so einem Lied, aber ist in Ordnung. Ich dachte, du kennst es, aber wenn du es nicht kennst, dann... Charlie, weshalb ist Benjamin Blümchen denn pädophil? Mach doch mal, hast du noch nie Benjamin Blümchen geguckt? Ja klar, ich bin Benjamin Blümchen geguckt. Nein. Ja. Oh, ich war ja auch mal jung. Ich hab Benjamin Blümchen nie geguckt. Was? Doch, irgendwie ganz selten, aber... Ich war mehr so der... Oh, ich hab ein neues Dorf gefunden, was ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Du warst mehr so der... Ach ja, genau, ich hab mir so Pokémon und Digimon geguckt. Das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Klar. Was ist das eine? Das eine lief auf Kika und das andere auf Super RTL. Ich hab immer Super RTL angehabt. Das lief auf RTL 2. Scheiße! Wie komme ich auf Super RTL? I don't know. Oh. Meine ich ja. Damals noch. Das ist viel Eisen. Boah, lief Dragon Ball und so auf Tele 5. Das habe ich immer im Internet geguckt. Da war ich aber schon älter. Das ist schon Ewigkeiten her. Das war wahrscheinlich nachdem RTL 2 die Animes eingestellt hat. Ja, yeah. Nein, eingestellt haben die ja nie. Die haben ja dann noch ein bisschen minimal. Nö, die haben komplett das ganze Anime-Programm rausgenommen. Ich glaube aber später wieder eingefügt, wenn ich mich nicht täusche. Das lief dann, also es liefen immer noch Animes, aber ich weiß nicht mehr wo. Tele 5 auf jeden Fall, da hast du recht. Und noch irgendwo, glaube ich. Ich weiß nur Tele 5. Tele 5 und RTL 2. Waren so immer die, die ich wusste. Wiedersehen, Kies. Da lief aber nachher auch One Piece. Das war aber die Zeit, wo ich One Piece leider nicht mehr auf Deutsch geguckt habe und es nur noch grausam fand. Erinnerst du dich an diese eine gute Folge, wo du noch bei deiner Mutter gewohnt hast und wir da mitsprechen konnten? Und deine Mutter so, die sind voll hässlich. Ja, da war das die Zetsus und ihre Mutter steht daneben, guckt sich das an und sagt, die sind voll hässlich. Das sind voll die hässlichen Menschen. Oder das war da war Naruto und dann hat er seinen üblichen Spruch gesagt, wie kann ich Hokage werden, wenn ich nicht mehr einen Freund habe? Und dann habe ich das gesagt und meine Mutter so, du kennst die alle auswendig? Ich so, nee. Das ist immer. So Standardsatz einfach. Ja. Oh, das war lustig. Sehr alt. Oh ja, das ist richtig Ewigkeiten her. Oh, das war so lustig. Das war ich mit meiner Mutter.
Die sind voll hässlich. Beste Reaktion ever. Also die sind voll hässlich einfach. Voll hässlich. Waren das die Zetsus? Oh, Barbara. Oh, das war schön. Scheiße. Ich hab was echt. Sag ich ja, epische Frau, episch. Oder wo wir da hingen, da die eine Serie gesehen haben und dann ständig am Quietschen war. Und seine Mutter sich so fett über uns lustig gemacht hat. Das war so lustig. Ah, war das schön. Ja, übrigens, ne, Leute. Ja. Nostalgie. Nostalgie, ja genau. Was? Ja, es war, hab gerade was mitgelesen und dann wurde das nichts. Ich habe mir gerade ein Rezept angeguckt währenddessen, das ist ein bisschen kompliziert, alles auf einmal zu machen. Ah, okay. Das war lustig. Alles gut. Und das hat auch solche Momente. Hä? Eher weniger. Leider. Ich meinte auch nicht zwangsläufig zusammen. Ach so, auch also, eher weniger. Na dann. Was meint die? Nie gesehen im Leben, aber okay. Nein, ich meinte natürlich dann so. Mit einem random Freund, sage ich jetzt mal, irgendwie. Oder eher alleine. Im Moment, dass Mutter, Vater reinkam und einen Kommentar dazu abgegeben hat? Oder was? Ja, irgendwas sowas in die Richtung. Ja, oder einfach nur irgendwas Nostalgisches, wo ihr gerne dran denkt. Oder lieber nicht dran denkt, weil es peinlich ist. Nein. Das würden wir auch zuhören. Das fällt mir gerade nichts ein. Mitternachtspilz. Oh, aus Mitternachtspilz kriegt man blauen Farbstoff. Da fällt ihm nichts ein, hast gehört? Enno ist perfekt, was? Er hat Sonnenmomente nicht. Doch, ganz sicher, aber gerade... What? Der hell perfekte Enno. Ja, sowieso. Ja, natürlich. Wie langweilig. Sowas fällt mir nicht mal eben so auf Befehl. Ja, denk doch mal, fall dir mal irgendwas ein. Nee. Fall dir mal irgendwas ein. Und das von Enno. So ein Fehler hätte ich jetzt nicht erwartet. Scheiße, bin ich glücklich. Das Feuer. Was? Enno hat einen Fehler gemacht. Wann? Damen und Herren. Enno, du hast einen Fehler gemacht? Weiß ich auch gerade nicht. Was reden diese geistig Person? Yeah, erstmal Pilznecken. Was? Ich hab jetzt erst Trip gekriegt? So. Noch ein Fehler. Der zählt. Der davor aber nicht. So. Wow, der zählt nicht, nur aus Trotz. Was war das? Achso, auch ein Mitternachtspilz. Ich bin enttäuscht. Schwer enttäuscht. Von dir, Enno. Dass du jetzt erst Trip bekommen hast? Naja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt erst Trip bekommen habe. Ich habe das doch schon gemacht gehabt. Ständig, ne? Na, zweimal zumindest. Nur? Wahrscheinlich hat mir dann auch noch irgendeine Errungenschaft gefehlt, die ich vorher Juli läuft seit 10 Folgen nur high rum. Klar. Und von Ingame wollen wir gar nicht erst reden. Du Arsch. Ach ja. So. Charlie hat den Erfolg Hidden Pokéball Dude for the win VM1, der Schneider. Oh, cool. Bringt mir das irgendwas hier in diesem Spiel? Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, nice. Keine Ahnung, was ich auch gerne mal wissen, ob das irgendwas macht. Ah, krass, Google, erzähl es mir. Krass, Google. Pixelmon VM. Ja. Ich hab die Pixelmon Wiki auch. Ich bin mir fast sicher, sie weiß, wie man googelt. Ich hab die Pixelmon-Wiki auf, ich google gar nicht. Oh, ich guck mal, Tablet. Das ist ein ganz langer Erdpenis. Echt? Geil, zeig mir. Und ein lila Penis daneben. Ah, cool. Charlie hat jetzt den Erfolg Blumenkind. Aha, ich bin ein Blumenkind. Das heißt, sie kann jetzt auch Trip bekommen, den Erfolg, oder? Ja, wieder nach Hause. Nur dafür, ne? Nur dafür, ja. Ich würde mal sagen, das lohnt sich. Denke ich ähnlich. So, warte, wie war das nochmal? Items. Das ist so ein lila Wasserfall, also so ein lila Schleimfall. In dem Fall, Charlie. Ja? Nein, ich bin da nicht drin. Ich habe meine Erfahrungen gemacht.
Aber es war witzig. Ich habe meine Erfahrungen. Ja, aber ich war ja auch schon verhungert. Natürlich sterbe ich dann sofort. Oh, irgendwie habe ich Samen gekriegt dadurch. Und. Red. Ah, hier ist eine rote Orchidee. Cool. Die ist winzig. Auf jetzt ist die winzig. Uhr. Ja, scheinbar. Ich glaube nicht, dass es da oben auf der Himmelsinsel Redstone gibt. Stand da aber. Keine Ahnung. Steht bei der Beschreibung. Was? Okay. Steht da. Okay, ist ja gut. Nicht weinen, Charlie, nicht weinen. Nein, scheiße. Was denn? Aua. Decke im Dings drin. Im Treibsand. Oh. Wie kommt man da nochmal raus? Gar nicht wahr, ne? Also ich komme da gar nicht raus. Enno? Hast du einen Eimer dabei? Nö. Doch, hab dann... ich, aber ohne Wasser. Dann gar nicht. Ja eben, dann musst du einfach Zeug rausnehmen. Aber mit dem leeren Eimer drauf. Es sei denn, darunter ist auch nochmal Treibsand, dann ist blöd. War nicht schnell genug. Dann einfach wieder hinsetzen und nochmal versuchen. Oh, krass, krass. Zum Glück habe ich einen Eimer dabei. Ja klar, immer einen Eimer dabei haben. Mein das ist eigentlich mein Wasserhülleimer. So, ich hab's geschafft. Okay, die Felder und ich setze natürlich den Treibsand so mitten auf dem Dings rauf, kann ich dann raus, okay. Heile mich. So, ich habe gehört, Pokémon. Immer einen Eimer dabei haben wir heute gelernt. Ja, habe ich nicht. Aber ich bin noch nicht in Treibsand gelaufen. Doch, das mache ich gerne, Ingi. Ja, Charlie mag Treibsand. Ja, jetzt bin ich in eine tiefe Schlucht gefallen. So, Sand habe ich auch dabei, Leute. Immer Sand dabei haben. Du meinst Erde, oder? Ja. Ja. Alter, wie one-bildet mich das Ding erstmal? So, erstmal schön Stachelspore drauf werfen. Okay, das Ding war aber schneller als ich. Oh, und rate mal, wer in die nächste Schlucht gefallen. Dein Ernst? Wie lebst du eigentlich noch? Ich bin fast tot, ich habe noch ein Herz. Ah ja, guck. Spinne hin! Das beantwortet mir die Frage. Jetzt muss ich erstmal was essen. Und Juli fragte, wie lebst du eigentlich noch mit einem Herz? Das war gerade wieder voll und dann bin ich halt so ins nächste gefallen und dann bin ich im nächsten sogar noch tiefer gefallen. Können. Das nenne ich können. Also voll Skill. Ich würde mal sagen, jahrelange Gaming-Erfahrung, ne? Klar. Jahrelange Gaming-Erfahrung. Nur dafür, nur für diesen Moment. Alter, scheiße, ich habe halt keine Erde mehr. Um als jetzt Player beeindrucken und überzeugen zu können. Genau. Ich würde vorschlagen, Charlie, fall nicht in jede Schlucht rein, dann hast du auch noch was. Oder? Oh, guck mal, eine neue Schlucht! Aber diesmal ist das wirklich eine Schlucht auch mit Sachen jetzt, und so. Oh, wir sind hier jetzt alle außer Charlie zu Hause. Ist das nicht schön? Fühlt ihr euch jetzt toll? Ja, doch, ziemlich. Ja. Ich baue mir jetzt meinen eigenen Wasserfall, damit ich runterrutschen kann. Runterrutschen oder rauf? Runter. Eine neue Schlucht runter. Eine Schlucht, wo auch Sachen unten sind. Da kann ich wahrscheinlich Lava und Obsidian finden. Ah, da steht tatsächlich, dass die nur Plant on Redstone Ore. Hab ich doch... Tatsächlich, was da soll steht das aber denn Pflanzi heißen? Auf Redstone-Ohre. Plant heißt auf Pflanzen. Und ja, Grows aber wenn heißt man die auf... nur Pflanzen kommt, kommt sie da auch nur. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, aber. Die Farbstoff tue ich mal hier mit rein. Ich habe vergessen, Wasser mitzunehmen. Hey, ich mache mir Obsidian, dann kann ich es abbauen. Ohne Wasser. Das zieht sich erstmal hart selber. Es gibt mehrere Lavateiche an der Oberfläche, die ich inzwischen überflutet habe. Ja, leider nicht in meiner Umgebung. Danke, Enno. Echt, danke. Tja, ist jetzt voll deine Schuld. Das nächste Mal bringe ich die Lavateiche in deine Umgebung und dann... Da will ich sie nicht haben, Enno. Da will ich sie nicht haben. Max. Das habe ich gehört. Was hat er gesagt? Hab ich beleidigt. Hart beleidigt. Ach so. So. Ja, okay. Akzeptiert so, ne? Das ist so krass. Da ich jetzt so viele Golddinge habe, mülle ich sie alle zusammen zu. Ich habe eine Spinne gehört.
Ich höre noch mehr Spinnen. Ich bin weg. Story of my life. Ja, wieso? Ich bin nicht mal ansatzweise. Hier ist keine Mine. Teilen wir doch. Nein. Das ist nur noch Schlucht. Nein. Das ändert sich. Du kannst auch 20 Mal Nein sagen. Gut, ich mach mir nochmal lieber eine Eisendings. Komm nicht näher, Geräusch! Nicht mehr! Ja, die Hoffnung hatte ich auch. Geh nochmal ein bisschen weiter hoch. Da bin ich safer. Da bin ich safer. Oh, ich hasse diese Scheißdinger. Ich meine, die sind so unnütz. Was machen sie da? Nix. Ich weiß nicht, was du meinst. Meine Backkartoffeln sind ja schön und gut, aber die halten voll gar nicht. Oh, verdammt, das war falsch. Du hast gesagt, tu alles hier rein. Was ist das Blaue? Jetzt. Wieso hast du deinen Creeper-Kopf gemacht? Weil ich das so brauche. Kobalt-große Platte. Okay. Ich bin gleich wieder da. Adios. Ich mach den Aluminium mal zu Blöcken, Amigo. Weil du das sowieso ja selber nicht rausnimmst. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab das voll rausgenommen. Mhm. Hab ich gesehen. Ich hab's reingetan, reicht das nicht? Wir brauchen echt so einen Healer bei uns im Haus. Oder am Haus. Am Haus würde auch gehen. Immer so weit laufen. Kennt ihr das, wenn euch gerade ein englisches Wort nicht einfällt? Was suchst du denn? Eigentlich ist mir das zu peinlich, um zu fragen. Wir hatten schon mal, was bedeutet Kleber, also. Ja. Okay, Schild nochmal auf Englisch. Schild ist Scissors. Schild? Scissors, ach, ja. Schild, ach so. Ach, Schild? Sign? Also welches Schild meinst du jetzt? Im Sinne von... Ja, welches Schild? Vom Schutz. Achso, Au, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich auch gerade nicht. Warte mal, das wusste ich aber mal. Ich auch. Ich wurde schon wieder angegriffen von dem gleichen verkackten Pokémon. Extrem einfach. Wahrscheinlich, ja. Oh, ich komme nicht drauf. So. Shield? Genau. Ja, echt? Ja. Ich habe sogar nochmal nachgeguckt. Achso, das ist Cheaten. Ja, akzeptiere ich. Okay. Na dann. Genau, ich brauchte noch einen Platz, wo ich die ganzen Schneebälle reintun kann. Ich tue erstmal hier zu dem Pokémon-Krams mit rein. Dann habe ich noch ein paar Leuchtbitte. Ja. Sag mir, wie ich das mache. Ja. Kann man die nicht craften? Was? Bälle? Ja. Ah, ich brauche noch Holz dafür. Und Eisen, sag das doch. Du brauchst noch Holz dafür. Holz und Eisen dafür. Und Eisen. Habe ich voll mit gerechnet, dass ihr das macht. Ja, klar. Ja, klar, muss. Auf jeden. Unser Team besteht aus Klischees. Klar. Was dachtest du denn? Wir sind alle berechenbar. Die hat noch Bücherregale, habe ich gehört. Regale nicht, Bücher. Ich zieh dir auch Bücher, gar kein Problem. 30. Wie macht man die denn? 1, 2, 3. Ist 1, 2, 3. Mit Stein sind die doch heute schwach. Ist 2, 1, 2, 3. Okay, ich nehme dir mal 9 Bücher weg. Ja, nimm. Alter, was hast du mit deinem Haus vor? Vor allem ist das überhaupt nicht dunkel hier oder so. Ja, ich hab dir mal ein paar Fackeln spendiert. Das ist süß von dir. Kannst du was sehen? Ich kann mir nur ein Holzschild irgendwie gerade machen. Naja, ich nehme, was ich kriegen kann. Das Holzschild geht nicht. Also nehme ich nicht, was ich kriegen kann, sei jetzt. Hm. Aus so unerklärlichen Gründen stehe ich immer noch bei Charlie. Machst du da? Achso, falsche Taste. Ich drücke immer die falsche Taste. Was war denn das? Keine Ahnung. Bei mir war es nicht. Charlie? Bei mir war es auch nicht. Sind wir alle zu Hause? Nein, Charlie fehlt. Ja, ich bin auch gerade... Ich habe mich gerade vorbereitet, um von den Spinnen geschlachtet zu werden. Ja, indisponiert. Irgendwie sind wir nie alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Aber ich sehe sie nicht. Das ist gut.
Dann forderst dich heraus. Okay. Und zwar sehe ich den Eingang zur Mine und ich gehe einfach vorbei. Ich will da rein. Das ist Mine. Gut. Mann, ich habe kein Holz. Ich gehe da gleich rein. Das ist eine Mine, das kann ich nicht übersehen einfach. Ja, das Gefühl kenne ich und dann tötet sie dich. Diese Spitzhacke, die wir haben, ne? Baut ja. Die wirklich mehr ab als vorher? Nein. Ach, okay. Haben wir schon drüber geredet? Ach, das war nur die Axt, ne? Der Hammer. Die Achse auch, den ganzen Baum. Hm. Das mag stimmen. Ich will nicht kämpfen. Aber ich will dahin. Ich bin so schlecht im Kämpfen. Enno, hast du vielleicht gerade irgendwas? Ja, tatsächlich habe ich gerade was zu tun. Oh. Nächstes Mal vielleicht. So, warte, jetzt denke ich einfach. Oder wenn du freundlicher fragst. Nein. War schon gut. Achso. Oh, ein Ding ins Drüber reichte, ne? Ja. Magisches Holz. Machst du dich schon wieder einen goldenen Beutel? Ja. Okay. Hm. Irgendwie funktioniert das nicht. Wieso funktioniert das nicht? Wieso hast du das falsch gemacht? Keine Ahnung, deswegen frag ich doch. Du brauchst 2 Truhen. Ach, die Truhen habe ich vergessen. Gut, dann haben wir es ja geklärt. Ja, Tatsache. Ich muss mal das Eisen entnehmen. Damit ich die Kuh das Gold da reinwerfen kann. Oh, Spin One hitten, das wäre so krass. Oh, Spin gar nicht erst erscheinen, das wäre noch viel krasser. Ja, das Gefühl hatte ich auch schon. Anscheinend macht meine Axt und mein Dings mehr Angriffsschaden als mein Stahlschwert. Also laufe ich jetzt mit der Axt rum. Das kannst du auch nachgucken, wie viel Angriffsschaden du machst, glaube ich. Ja, daher weiß ich das ja. Also. Huhn musste ich noch machen. Na. Dann brauche ich. Brauchen wir eigentlich noch goldenen Apfel hier nicht mehr, ne? Das hat keinen Wert mehr, oder? Was willst du mit meinem goldenen Apfel? Ich habe einen in der Truhe gefunden, aber gut. Ach so. Ach, in deiner Dings? Ja. Kannst du essen. Eigentlich kann ich ja alles mitnehmen. Ich habe ja mehr als genug Platz in meinen Beutel. Ich brauche aber nicht. Dann nimm ihn mit und iss ihn dann. Goldener Apfel heilt ganz gut. Ja gut, dann nehme ich ihn, wenn ich von den Spinnen wegrenne und sterbe. Und dann verliere ich ihn. Zusammen mit allem, was ich jemals besessen habe. Was? Ich wurde rausgeflogen. Ich wurde auch rausgeflogen. Ich auch. Ich auch. Okay. Ja, tschüss. Aber die Dingenszeit ist um. Keiner Kontakt ist selber. Okay, dann würde ich mal sagen: Hier ein unfreiwilliges Folgenende. Dann auf Neuende. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.